Ja, ich heiße Jan-Moritz Schäfer, bin 25 Jahre alt, komme ursprünglich aus Hema, wohne jetzt in Soest und habe Elektrotechnik an der Fachhochschule Südwestfalen in Soest studiert. Also in meiner Abschlussarbeit ging es um die Analyse, Bewertung und Optimierung von Lenkungssensoren. Und in meiner Bachelorarbeit habe ich halt Lenkungssensoren untersucht, die dafür da sind, um Drehmomente und Lenkwinkel zu messen, um den Fahrer später eine Lenkunterstützung zu geben. Also seine Arbeit war natürlich angesiedelt im Bereich der Lenkung. In der Lenkung werden verschiedene Sensoren eingesetzt. Lenkmomentsensor, der misst, mit welcher Kraft ein Fahrer lenken möchte, damit das Lenksystem entsprechend unterstützen kann. Oder auch Lenkwinkelsensorik für verschiedene Funktionen, ESP, automatisches Einparken oder Kurvenlicht. Und die Herausforderung generell ist das unter dem Thema E-Mobility. Und da greift die Arbeit von Moritz Schäfer an. Er hat sich damit beschäftigt, wie diese Sensoren, die ich gerade genannt hatte, wie die sich verhalten und optimiert werden können. Und Teile seiner Analysen konnten wir auch direkt im Tagesgeschäft mitnutzen. Ich wusste vorher noch gar nicht, dass ich die Auszeichnung erhalten habe und habe mich natürlich gefreut, dass ich nochmal für die Arbeit so geehrt werde mit so einem renommierten Preis. Also für mich bedeutet der Preis noch einmal, das ist eine Wertschätzung für die Arbeit, die ich gemacht habe. Und fühle mich halt geehrt, dass ich diesen Preis auch entgegennehmen darf. Herrn Schäfer würde ich gerne mitgeben, dass er so weitermacht wie bisher. Ich wünsche ihm eine spannende Masterarbeit und wünsche ihm persönlich und beruflich alles Gute. Mein Name ist Sebastian Mauer, ich bin 28 Jahre alt, komme hier aus Hamrinern, habe in Soest Maschinenbau studiert mit der Fachrichtung Konstruktionstechnik. In meiner Abschlussarbeit ging es um die mechanische Konstruktion und Entwicklung von einem Hochspannungserzeuger in Modularbauweise. Ja, wir haben eine Zusammenarbeit mit dem Herrn Mauer angestrebt, weil er aus einem Bereich kommt, den wir hier eigentlich nicht so betreuen. Und das ist der Maschinenbau. Wir brauchten also jemanden, der sich sowohl mit der mechanischen Konstruktion auskennt, mit der statischen Belastung von Produkten, und gleichzeitig noch ein bisschen Gefühl dafür hat, wie die Mechanik umzusetzen ist in die Elektrotechnik. Und der besondere Nutzen war halt, dass der Herr Mauer es geschafft hat, eine Schweißkonstruktion zu entwickeln, die es uns ermöglicht, diesen Hochspannungsgleichrichter möglichst einfach zu produzieren. Bei dem Hochspannungserzeuger geht es darum, eine Netzspannung von 400 Volt in eine Gleichspannung von 40.000 Volt umzuformen, um damit dann halt zum Beispiel einen Elektronenstrahlverdampfer zu betreiben. Wir haben eine ganz neue Konzeption von Gleichrichtern verwirklichen können. Das heißt, früher haben wir nur netzgeführte Gleichrichter gebaut und durch die Zusammenarbeit mit dem Herrn Mauer konnten wir halt jetzt einen hochfrequenten Gleichrichter bauen, wo wir sehr viel Zukunftspotenzial sehen in diesem Produkt. Ich habe mich natürlich total über den Dr. Kirchhoff-Preis gefreut. Ich konnte es ehrlich gesagt nicht so ganz glauben erst, weil ich habe damit gar nicht mehr gerechnet. Also wenn, dann möchte ich mich ganz gerne noch bei Mauer bedanken für die wirklich tolle Arbeit, die er hier geleistet hat. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, es hat den Kollegen viel Spaß gemacht. Neben der eigentlichen Arbeit, die er bei uns gemacht hat, also diese eigentliche Bachelorarbeit, hat er bei uns noch zahlreiche andere Projekte unterstützt und angeregt. Also ich wünsche ihm für seinen weiteren Lebensweg alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns noch mal wieder. Hallo, ich bin Marius Brinkmann und ich grüße Sie aus Florida. Ich bin 23 Jahre alt und habe in Meschede Elektrotechnik studiert. Und aktuell absolviere ich mein Auslandsstudium hier in Lakeland in den USA. Und deshalb kann ich leider nicht bei der Preisverleihung des Dr. Kirchhoff-Preises dabei sein. Ich habe in der Zeit im fünften Semester schon das Wahlpflichtmodul Radartechnik gewählt, wodurch ich auf Radartechnologie aufmerksam geworden bin. Und dementsprechend habe ich ein Thema für die Bachelorarbeit gesucht, die in die entsprechende Richtung Radartechnik geht. Und durch den Vortrag von Herrn Heul bin ich dann letztendlich auf das Thema aufmerksam geworden und habe mich bei Rot und Schwarz beworben. In meiner Bachelorarbeit ging es um die Entwicklung einer Software zur Charakterisierung und Bewertung von Automotive-Radarsensoren, sodass auch ohne fundiertes Fachwissen möglich wird, Radarsensoren anhand des Radarsendesignals zu bewerten.
Der Dr. Kirchhoff-Preis ist für mich vor allem eine Wertschätzung meiner Arbeit und hat mir auf jeden Fall noch einmal gezeigt, dass ich mit dem Fach Elektrotechnik für mich persönlich ein Fach gewählt habe, was mir liegt und was mir wirklich Spaß bereitet. Vielen Dank für den Dr. Kirchhoff-Preis und viele Grüße nach Südwestfalen. Schönen Abend noch.